Hallo und willkommen zurück zu Avernum 3. Wir sind noch hier im Turm vom Vakos. Und ja, werden jetzt hier noch die restlichen Untoten zerstören. Die aber jetzt nichts mehr tun dürften. Na gut, die Ruby Skeletons, die sind halt schon noch ein bisschen unangenehm, aber alles kein Ding. Wupp. Naja, jetzt ist der natürlich da ein bisschen eingebaut. Moment, da kommen wir durch. Zip. Schön. Dann resisted. Low. Und 1, 2. So, dann. Drücken wir mal die Knöpfchen hier. Nummer 1. Nummer 2. Nehmen wir diesen Pfad. Da waren wir ja schon. Eine Sanduhr. So, was haben wir hier? Einen goldenen Ring. Eine Energy Potion. Nix. Grey Mold. Und Tränke. Steht da eigentlich, was das für Herbs sind? Naja, steht nur Herbs. Naja, okay. Gut, ja, das war's dann hier. Wir müssen halt nochmal zurückkommen, um in den Raum reinzukommen, wo dieses... Oder ist das weg? Ich glaube nicht. Es wird einfach nur nicht dargestellt, wenn man nicht davor steht. Nee, es ist verschwunden. Okay. Sehr gut. Ah, toll. Nutzt mir nicht viel. Ich weiß aber jetzt auch nicht, was das gebracht hat, dass ich da drauf gedrückt habe. Hm, vielleicht kann ich den... mit dem Spell entfernen. Ja, oh, wunderbar. Und da hinten geht's raus. Oho. Oho. Weg. Geld. Naja. You emerge from the rare exit of the tomb on the other side and find a small glade. The twisted, blackened trees block out most of the sunlight. In the middle of the rocky clearing, you see a pedestal. There's a crystal on top of it. Cave Demon. Naja, die sollten jetzt auch kein Problem sein, wenn ich sie treffen würde. Mhm. Gucken, ob ich den jetzt hier... Ja, das reicht nicht. Ich glaube, gegen den Gift-Dings ist er immun. Nicht Gift. Gedöns halt. Autsch. Jetzt weiß ich nicht, ob das den... Ne, es hat ja eben auch nicht geholfen. Ich... Naja. Naja, okay. Zack, jetzt ist es aber weg.
You find a large crystal on a pedestal. It is a beautiful, delicate piece of work, almost Vanatai quality. However, there's a light flickering inside it, moving back and forth as it were alive. The light is an ugly, sickly green. As you look at the stone, you hear a voice in your head. It says, "Thank you for saving my home from its evil invaders. Now at last I can rest happily. Blessings upon you." After that, there's only silence. About all you could do is break the crystal if you wanted. Break it. Hoping you're doing the right thing, you shatter the crystal with one sure swing of your weapon. As the pieces of quartz fly across the glade, the spirit inside rises up and begins to scream. You recognize the voice. It's Vakos! Curse you! It screams as it begins to fade. Curse you for all eternity! And it's gone. At last, this dark creature has been eliminated for good. Mm-hmm. Ja, der war auf jeden Fall nicht nett, von daher ist das schon okay. Kann man machen. Dann können wir jetzt hier aber auch endgültig gehen. Man hätte ja auch einfach hier mit einer Kettensäge durchgehen können. Wobei die Bäume ja, naja, gut. Also, mit einer, was weiß ich, Fantasy-Kettensäge, mit einem Feuerball, Walze, keine Ahnung was. Was es halt so gibt, damals, ne? Damals so hier in Avernum. Was haben wir da? Squiggus North, Lennus also North. Oh, wer ist das? A group of local militias patrolling the roads around the small town. When they see you, they rise and draw their weapons. One of the soldiers points to the Nephil in your party. He says, "Your kind aren't welcome in these parts. Go, don't come back. If we see you again, we'll kill you. They don't want to talk with you anymore. Go back away." Okay, sie sind aber verschwunden. Aha. Und ihr? Ich back die Becken away. Oh, Lennus. Das ist aber dann wahrscheinlich nur ein Gebäude oder so. Oder zwei. Da ist jedenfalls schon wieder Schluss. Die werden mir jetzt wahrscheinlich die Quest geben, unten diesen Typen zu töten. Den ich gerade exekutiert habe. Townswoman, Townsman. Wäre mir jedenfalls ganz recht. Keep out! Hallo! You enter a dirty debris-strewn building with thick stone walls and heavy doors. The floor is coated with dust. Meat. Intruder! Hallo! You meet a slightly deranged man. He stands hunched over his anvil with a hammer in one hand and a pair of tongs in the other. At first, he refuses to acknowledge your presence. There is a long, awkward silence. Finally, he grumbles. "I am Carmine. You're trespassing. This better be good. Do you have 3 moments to speak with me?" He snarls. "I bet you come to purchase weapons, huh?" Yes? "Well, forget it. I don't make stuff much anymore. I'm just too good. My skills are wasted." "You have great confidence in your skills." "Oh, I can see a little bit of healthy pride in alien. Is alien to you? Well, I stay out here and plan. I'm proud of it." "Plan what?" "I plan the truly great weapon I'm going to make. The problem is I need truly great material. What if I brought you some good metal?" "I long for a challenge. I'm desperate for it. If you ever find a piece of truly unusual, exceptional metal, bring it to me. I make a sword for you. A truly great sword. I ask only 1,000 coins for labor." I have another question. Do I have any... Carmine still holds a hammer in one hand and a pair of tongs in the other. He's still a bit unbalanced, but he has calmed down slightly. "Do I have any metal you could use to make a weapon?" You show Carmine the metal in your possession. He grows angry.
Where's the metal I need? How am I supposed to display the full extent of my talents using only your pathetic cross, dross? You have a free moment to speak with me? I would like to have my weapons augmented. He spits on the floor. I do not sully myself by touching inferior products. Get out of my sight. Not really. Well, I deal with weapons, nothing else. Go away. Mm-hmm. Metal. Right sort of rare metal. Ja, vielleicht dieses Uran oder was ich da hatte. Hm. Das kann ich verkaufen oder mitnehmen. Das braucht er anscheinend nicht mehr. Laverne, you meet an aging woman with curly hair and a winning smile. She doesn't seem to mind your intrusion. I'm Laverne. Welcome to my little inn. How are you? What do you do here? Oh, not much. I run a little boarding house here for people who are in town for a bit. You can have a room for the night for only 5 coins. Been busy? Nah, don't get many visitors out here. Only the odd types who want to see Carmen. Who's Carmen? Oh, he's a blacksmith, but a touchy fella. His doors are locked and he won't see anybody. Real odd and eccentric and stuff. But the people who come through say he's the best. Go figure. I have another question. Laverne smiles. Still wanna talk, huh? What do you want? What do you do here? Oh, not much. I'm a little broad. Okay, was hat man? Blah, 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 blah. Another question. Can I get room for the night? Braucht man nicht. I don't need a room. Safe journey back to civilization, then. Mhm. Zup. Lennis bed and breakfast. It's too complicated to be picked. Mhm. Gucken, ob da ein Gegner drin sitzt. Nö. Townswoman, hast du was für mich? Zip. Das ist eine Katze oder so. Child, good day. Und da ist nix. So viel zu diesem Dorf. Was passiert, wenn wir hier diesen Raum kaufen? Let's go into cozy room next door. The next morning, after restful sleep, she brings the scones. Scones. Naja, okay. Braucht man nicht. Wir rasten nicht. Okay, da ist... naja, aber da wäre ja noch eine Insel unten gewesen. Da. Mal gucken, ob ich da irgendwie noch hinkomme. Da ist noch irgendwas. Oh. Ensnaring Wand. Das kann ich verkaufen. Aha. Das hier ist dann auch noch ein Dorf. Mhm. Townswoman, ähnlich klein wie das andere. Guard. Squiggers Courier Guild. Deliver goods and pick up herbs here. Aha. Fine herbs. This woman has soft clothes, soft hands, and calculating gaze. She was doing a bit of accounting, but when you enter her office, she sets down her pen. Welcome, traveler. I'm Shirley. Are you looking for work? What business are you in? I'm a merchant. I look after the trading in this area. Her calm, impeccable business-like demeanor is somewhat intimidating after so many months wandering in the wild. So you can make a living as a merchant way out here? Why yes, trading up and down this coast has been increasing at a highly profitable rate.
The herbs that grow here don't grow elsewhere. Our products are valuable in Valorum and beyond. Are you interested in making some money? How does your trade system work? Very simply, couriers can get goods down south, bring them here and sell them. They can then purchase the herbs we produce, take them down to Libras and sell them. Quick and easy, safe, profitable. Who could ask for more? Another question? Shirley leans back in a chair and evaluates whether you are unwounded enough to help her make profit. How else can I help you? Do you need useful employment? I want to buy herbs from you. I've brought up some clothes from Libras. She relieves you of your bulky bundles of clothing, paying you 75 coins for each bundle. Well done! Before you go, be sure to purchase some herbs so you don't have to waste the trip back. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie viel ich das da gekauft habe, aber... So oder so ist es denn... Das ist den Aufwand nicht wert, glaube ich. I'd like to sell to you. Oh good, we need quality hardy clothing. It wears out fast in this wilderness. We usually get it shipped up from Libras. Have anything of that? You don't. Oh, you don't need anything else. She nods up and picks up her pen. Thanks for dropping by. Ja, jetzt haben wir halt noch die Herbs. Wie viele auch immer. 2. Ja, anscheinend 2. Ups. Naja. Ich weiß jetzt auch nicht, wie viel ich dafür bezahlt habe, aber. Was ist denn das jetzt für eine Quest? Squiggles Career Job. A woman named Shirley in the town of Squiggles wants to buy clothes in bulk from you. The merchant who makes her goods is in Libras. Ja, das ist wohl sinnlos. Voltox Crystal Works. Aha. Voltox. Was haben wir denn hier Schönes? Moment, ich komme gleich zurück. Mhm. Was haben wir hier? Wisdom Crystal. Flup. Da bin ich wieder. Ich habe da was gefunden. A mage sits behind the counter. He is polishing a dark crystal to a fine reflective finish. I'm Voltok. Welcome to my shop. What sort of shop is this? I collect and prepare crystals. It's an ideal place for it. You can purchase crystals here. What sort of things can I buy around here? Crystals and herbs are the main products out here. You can get herbs next door. There's not much else. This is not a developed area. Do you know anything about the herbs for sale next door? They're not alchemical herbs. People all over the empire pay money for them so that they can be put on their food. Out here in the woods, they grow very well. They're also not too dangerous to gather. As long as we leave the trees alone, the gremlins don't mind. I have another question. Voltok asks, are you here to buy something? The crystals on desk glitter with magical energy. What sort of shop is this? Why is this a good place for a crystal collection? It's very unspoiled and for some reason the natural deposits are of high quality. All of the stone collectors haven't combed this area yet. The only problem is the gremlins. How do you deal with the gremlins? There are plenty of threatening creatures in these woods. The worst are the gremlins. Fortunately, we can deal with them. We leave them milk and cookies outside one of our buildings. They eat them and leave us alone. Which building? He looks nervous. Just don't ask too much about it. And don't poke around too much. You aren't from around here. Just leave things be. I have another question. Can I take any of those stones off your hands? Mhm. Wisdom Crystal können wir kaufen. Ist einfach direkt Erfahrung. Ja, weiß ich nicht, ob sich das lohnt. Aber wahrscheinlich werde ich hier nie wieder hinkommen. Also macht es wahrscheinlich schon Sinn, das zu kaufen. I don't need anything. Fine. Watch out for gremlins. Keep out.
Das on a Tür. Geheimtür. The room is suspiciously empty. There's only a bare, neatly swept floor and a small wooden box in the corner. You open the chest and find it's completely empty, except for a few crumbs. Very odd. When you close the box, you hear a strange, high-pitched giggling behind you. You turn, but as you do, you start feeling very groggy. As you stumble and lurch about, the gremlins emerge from the magical concealment. They look hungry, so do their pets. Lebt noch. Aber moving slowly. Aha. Schön. Okay. Na, bin ich ja doch mittlerweile schon ordentlich stark geworden, wenn ich sowas hier überlebe. Lass mal den mal gerade da stehen. Ach, Nulli-Dings. Ne? Ist auch nicht schlecht. Dann machen wir den. Ich glaube, da sollte ich den jetzt mal heilen. Sauber. Noch einen davon. Die da auch noch. Splorz. Und mit dir. Wunderbar. Das hat gut funktioniert. When you open the chest again, you find that the illusion of emptiness has faded. Inside you find torn clothes, ruined gloves and shoes and other sad remnants of the gremlins' poor victims. You also find a satchel. Inside it you find some antique scrolls of great interest. Oh. Spell Mass Healing. You concentrate and try to master this ritual. Nice. Jetzt entfernt das, glaube ich, auch noch irgendwas, oder? Nee, Regenerating. Das ist aber auch super. Okay, vielleicht können wir jetzt nochmal mit dem reden und sagen, die sind alle im Eimer. Na, okay. Guard, guard. Das sind Bücher, aber die sind irrelevant. Das andere Buch, das können wir verkaufen. Da unten. Flup. Mein Chef. 0815 NPC. Da ist noch was. Dire Wolf? Was zur. Hoppla.
Der hat sich wohl verlaufen. Ja, war jetzt auch nicht so wahnsinnig ergiebig hier. Auch keine Quest bekommen, um diesen Vampir zu töten. Naja, und da unten ist noch ein Lager. Mal schauen, vielleicht treffen wir hier auf Gremlins. Nö. As you march through the dense, unexplored forests of Eastern Valorum, you see signs of intelligent life. In fact, you hear it too. Someone is singing nearby, and you see a campfire through the trees. Approach and investigate. You plunge into the woods, searching for the source of the lights and singing. However, you don't reach it. The flames seem to recede into the woods ahead of you. Suddenly, the light and music disappear, and you find yourself lost in a dark forest. Bones crunch underfoot, an icy breeze blows through this eerie dark forest. You look around and see shadowy shapes in the distance, circling and pacing you. You are being stalked. Okay, es ist ein Basilisk. Wir können halt nichts mehr. Oder nicht mehr so wahnsinnig. Ach shit. Das war jetzt doof. Na gut. Ganze mache nix. Stunt. Naja, gut, wir tun aber nichts. Mhm. Vielleicht hätte ich ihn doch heilen sollen. Dann heilt er sich halt jetzt selber. Das war auch gut so. Kann nicht mehr heilen. Dann muss der jetzt heilen. Autsch. Das wird jetzt ein bisschen eng. Mhm. So, weg mit euch. Gut, die haben Wein. Und das war's. The path ends at a very unusual tree. It's in bloom, but instead of fruits or flowers, the branches are laden with beautiful emeralds. There are hundreds of them. Take there for the picking. Take it. As you start to pick up some of the gems, you notice that the others start to disappear. You only grab a handful of them before the rest are gone. You turn back and find that the trees have sacred protectors. Na, da haben wir euch natürlich jetzt auch. Naja, sollte kein Problem sein. Selbst wenn ich jetzt hier schon so ein bisschen am Ende bin.
Nullity. Sitz. Sitz. Ja, sauber gekleeft. Der kann keinen Group Heal machen, aber zumindest da ein. Und da können wir. Das sollte wohl auch helfen. Nein, gestunt. Hastet. Ach, der hat auch Nulli-Dings drauf. Shit. Naja. Das wird schon. Ach, na, dieses dämliche Null-Dings da. Ja, okay. Jetzt hat kein Nullity mehr drauf. Immer noch gestunt. Nein! Da kommt zu wenig Schaden bei rum. Gut. Ja, jetzt muss ich hier aber wirklich, glaube ich, hier auf dem Zahn. Oh, da. Auf dem Zahnfleisch. Wunderbar. Da brauchen wir eine Runde, damit er nicht direkt stirbt, wenn er da runterläuft. Ah. Sauber. Nix. Mhm. 8 Stück. Wow. Ja, aber noch eine weitere Insel ist ja nicht. Also die Karte lügt. Oder da ist halt eine Insel außerhalb der erreichbaren Reichweite. Ja, das hier sieht aber auch so aus wie die Insel, die da ist. Und dann ist da anscheinend noch eine, die man nicht erreichen kann. Wie dem auch sei, hier wären, ne, da oben könnten wir noch hin. Mhm. Moment, da ist auch noch was. Ne. Finally you think you can see the forest ahead, getting a little bit less dark and twisted. Keep going. Yes. Und das hier waren Spectres. Attack. Ja, die sind. Aber das ist natürlich dann auch ein sehr schlechtes Begrüßungskomitee. Wenn man auf die zuerst trifft, dann denkt man sofort,
What the hell? Ich muss ja weg und dann ist der Rest aber alles ziemlich easy peasy. Da werde ich später rüber. Aha, da kann ich aber nicht rüberspringen, oder? Nein. Was ist das? Fading Tower. Drück mal doch mal den Knopf hier. Jetzt kann ich eventuell von der anderen Seite rein. Nee. Das da ist aufgegangen, das nutzt mir aber so gar nichts. Ah. Ja gut, da werde ich dann später wohl noch hinkommen. Und da können wir jetzt auch gar nicht rüber. Das hier scheint eine Komplettblockade zu sein. Ja. Gut, dann gehen wir noch da hoch. You smell something peculiar. Your knowledge of nature leads you to some small twisted plants growing in the base of a rock. You don't recognize it at first, but then you realize it's mandrake. A few of the roots are even the right age for use in alchemy. You pick the mandrake. Unfortunately, this was a very small patch, and mandrake grows very slowly. No usable mandrake will develop here for many months. Ja, ist schon okay. Zip. Und wir sind zurück. Naja, nur so ein bisschen. Da ging's rüber, aber hier so ein Dorf. There's a small hill giant village about half a mile away. You edge closer, careful to keep concealed, and see it's just one small clan. They live in a few crude huts. A fast, careful assault could probably wipe them out. Attack. You sneak out of the hills, hoping to catch the small village by surprise. The ogre guards, however, see you as you approach. The whole giant clan turns out in order to help repulse you. Die Weine. Ups, daneben geklickt. Ja, aber das ist sowieso nichts, was ich jetzt machen sollte. Alter. Ja, ich sollte eigentlich nach Sharimek. Ja, also da war ich ja auch schon mal. Huge, ugly, warty humanoids, one among them. Ja, attack. Ach ja, genau, das waren die. Ja, damit wäre ich jetzt da auch gewesen. Ich könnte jetzt entweder nach Sharimek laufen und dann... Ja, es ist wahrscheinlich immer noch schneller, als mich zu porten und dann da rumzuhampeln. Was habe ich mir denn hier noch aufgeschrieben in meiner To-Do-Liste? Gikra, Haus im Südosten. Keine Ahnung, wo was Gikra jetzt war.
Aminro. Da oben war ja auch noch eins. Lorelei, Bengaro, Dorngas. Und die habe ich mir separat aufgeschrieben. Westlich von Distantat in Bergen. Ja, da war ja auch noch was. Da müsste ich auch noch mal hin. Na, da gibt es überall noch kleine Sachen, die ich machen müsste. Aber hier war jetzt nichts, oder? In Aminro. Aminro. Nö. In Rests. Merchant Hideout. You must slay Ice Pudding. Aha. You must slay Rabid Hellhound and take its body to Clog. Keep off the Inn of Blades. Must deliver incredibly urgent missions to Ilsa. Carolee, Delis. Delis war doch auch hier unten, oder? Christian. Delan, Delis, naja. Naja, und was haben wir da? Ja, dann geben wir hier mal. Gehen wir mal mit dem einen reden, um diese Quest zu bekommen. Yeah, Knight says that I need your permission. Mhm. Ja, okay, das. Ja. Aber dem anderen mussten wir auch noch Geld geben. Naja. I'm afraid you don't have the proper failing fear. Really must insist. Okay, ich habe das Geld nicht mehr. 344. Aber sollte ich verkaufen können und dann genug Geld bekommen. Aber dem nicht. Zack, 4000. Mhm. Grumbling, you pay the bribe. He accepts it gladly, writes something on a piece of parchment and gives it to a flunky to take to Major Knight. My permission is yours. Good luck to you. Mhm. Ja, ansonsten, was halt noch richtig cool wäre, wäre das hier. Diese, das, Dings dispellen, aber. Gut, dann werde ich jetzt zurück zum Altar gehen. Mal hier schon mal wieder dingsen. Nehmen wir den auf Level 3 jetzt. Und hier können wir das machen. Achso, eventuell Geld habe ich ja hier noch genug eigentlich. Könnte ich vielleicht noch irgendwas an Spells kaufen, was. Aber es ist jetzt auch nicht so, als wenn da irgendwas super nötig wäre. Miner Summon könnte ich ja lernen, denke ich. Wäre wahrscheinlich nicht so dumm. Sharimic Miner Summon ist auch günstig. Müsste man mit Spraggins reden. Miner Summon. Moment. Das ist Call Beast.
falsch. Wir haben aber auch... Das ist Minor Summon. Und dann haben wir hier unten noch Summon 8. Dann kann ich ja besser den direkt lernen. Ja, ist natürlich deutlich teurer, aber macht vermutlich Sinn. Summon 8. Pool of Ice. Improve Blink. Showers an area in ice, harming all who pass through it for a time. 600, aber nehme ich auch wieder pleite. Ja, es sollte passen. Jo, wieder pleite. Ja, diese kleinen Spells hier, die verbrauchen schon ziemlich viel Mana. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich diese Altare kaputt bekomme. Das mache ich aber dann auch beim nächsten Mal. Ich glaube, die werfen fast keine Erfahrung ab. Oh, das war jetzt nicht so klug. Wundert mich gerade, dass die alle in den Nahkampf gehen. Dazed. Der hat ihn wieder rausgeholt. Mit noch. Stirb! Und manch. Naja, ein bisschen Geld war dabei. So. Dann sind wir wieder hier. Laufen hoch zu den Altaren. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich da auch schon drin war. Gut. Ja, dann werden wir hier beim nächsten Mal diese beiden Dinger klären. Wenn es möglich ist. Und danach hier zu Vothkaro gehen und schauen, ob wir mit dem Frieden schließen können oder ob wir den umbringen können. Was sich da gerade anbietet. Gut, ja. Und dann könnten wir eventuell nochmal eine Runde drehen und schauen, was von diesen anderen Sachen von der To-Do-Liste angegangen werden können. Da sind ja natürlich jetzt auch noch einige Sachen übrig. Wobei, na, es geht eigentlich. Upper Avernum ist natürlich auch noch ein bisschen was offen. Naja, gut. Schauen wir beim nächsten Mal weiter. Bis denne!